Einfach Fracht, der Politalk im Norden. Neustart oder Ausverkauf? Wie ist TTIP noch zu retten? Live aus dem Innovation Campus der Handelskammer Hamburg. Ich möchte TTIP nicht retten und ich habe, glaube ich, Gründe, warum ich das sage. Es ist weiterhin die Gefahr da, dass mit diesen Verhandlungen der Ausverkauf von europäischen Werten, Standards verbunden ist. Man kann gerne über ein anderes, besseres Freihandelsabkommen verhandeln, aber so wie es jetzt gelaufen ist, ist erstmal ein richtiger Stoppschnitt notwendig. Voraussetzung wäre ein Neustart und das heißt, dass auch eine Korrektur nochmal stattfinden müsste und auch ein Nachdenken darüber, was auch die Schwächen des bisherigen Verhandlungsprozesses waren. Aber man muss das sehr, sehr, sehr genau und fair auch miteinander, transparent vor allem auch, ausverhandeln. Ohne Neustart wird es keinen TTIP geben. Die Verhandlungspositionen sind nach wie vor meilenweit auseinander. Man muss deutlich besser das politisch kommunizieren und diskutieren. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen, vielen Staaten Europas ist es heftig umstritten und es macht überhaupt keinen Sinn, ein Abkommen anzustreben, was in der Mehrheit der Bevölkerung auf breite Skepsis stößt. TTIP ist der Missing Link, weil auf der anderen Seite zwischen den USA und Asien sich natürlich Gleiches anbahnt. Keine Frage, das wird auch eine Freihandelszone werden mit entsprechenden Standards. Wenn wir jetzt ganz langsam sind und sagen, Neustart mal zurücklegen, was kommt, dann habe ich die Befürchtung, dass wir nicht gemeinsam mit den Amerikanern die Standards setzen, sondern insbesondere Asien die Standards setzt. Das kann strategisch nicht gefallen. Deshalb jetzt gut und hart verhandelt in der Sache. Hoffnung habe ich da durchaus. Wer profitiert von TTIP wirklich? Das sind einige große Branchen, nicht die kleinen und mittleren Unternehmen, die immer genannt werden, sondern Automobil- und Chemieindustrie. Wenn das klappt, dass wir die Zielsetzung des globalen Handels mit anderen Qualitäten versehen, die nicht nur heißt, je mehr Handel, desto besser, sondern die Qualitäten in den Handel kriegen, dann kann TTIP auch helfen, zum Beispiel internationale Ziele von Entwicklungszusammenarbeit, von einem fairen Handel zu beleben. Können wir etwas möglicherweise dazu beitragen, weil wir ja nicht so stark machtpolitisch orientiert sind in Europa, sondern eher ethisch daherkommen, können wir an dieser Stelle vielleicht dazu beitragen, dass es weniger wehtut dabei. Wir hatten ja vorhin schon Provokation, nehmen wir gleich nochmal auf. Niedersachsen ist Agrarland Nummer eins. Insofern haben wir ein strategisches Interesse, keine Frage. Und wir wissen, dass wir langfristig, insbesondere wenn wir die Spitzenlandwirtschaft, die auf einem verdammt hohen Niveau unterwegs ist, gerade auch in Deutschland, halten wollen, dann werden wir an Export nicht vorbeikommen. Und wenn man es mit den USA gemeinsam schafft, so eine Kehrtwende in der Landwirtschaft hinzukriegen, habe ich überhaupt kein Problem, das zu öffnen. Ansonsten stellt sich bei mir da schon die Frage, was ist eigentlich der tiefe Sinn, dass wir die gleichen Lebensmittel also über den Atlantik schippern? Ich habe insofern ein Verständnis dafür, wenn wir einen richtig ordentlichen internationalen Handelsgerichtshof kriegen, der das regelt und der die vorhandenen vielen unterschiedlichen, teilweise auch mit zulässigen Standards definierten internationalen Schiedsgerichtsbarkeiten insgesamt ablösen könnte. Könnte das auch ein Fortschritt sein? Wir bringen zwei Sachen durcheinander, nämlich bilaterale Investitionsverträge, Handelsverträge und die neuen Handelsverträge, die Investitionscharakter haben, wie TTIP und CETA. Deutsche Unternehmen haben vor solchen internationalen Schiedsgerichten 44 Klagen geführt in der Vergangenheit. Das ist die Realität. Das heißt, heiliges deutsches Interesse in der Vergangenheit bei diesen Abkommen, dass wir darauf bestanden haben, nicht vor den nationalen Gerichten klagen zu müssen, sondern vor unabhängigen internationalen. Darf ich einmal sagen, warum das Chlorhähnchen mich aufregt? Das ist nicht, weil es, wenn ich es essen würde, eine Gefahr für mich ist, sondern weil einfach ein System dahinter steckt. Nein, es gibt drei unterschiedliche Formen der Herkunftsbezeichnung. Eine ist nur, dass es in der Region dann am Ende zusammengebaut oder so produziert werden musste. Und die Zutaten können aus aller Welt kommen. Bis hin die stärkste Fassung ist, dass alles in der Region auch angebaut und verarbeitet werden musste. Ich glaube, eine Kanzlerin, die hat gesagt, da wo ein Wille ist, ist ein Weg. Richtig. Von mir aus auch das, dann soll sie da jetzt weiter dranbleiben. Wenn das Ergebnis des amerikanischen Verbraucherschutzes ist, dass sie Kunden erster Klasse ist, weil bis zu 10.000 Euro pro manipulierten Fahrzeug entschädigt werden in den USA und die deutschen und europäischen Kunden das Nachsehen haben, weil sie nicht entschädigt werden, dann darf ich eine Sekunde wenigstens feststellen, dass der amerikanische Verbraucherschutz nicht grundsätzlich schlechter ist und der europäische grundsätzlich besser. Die VW-Kunden wissen ein Lied davon. Sind Sie denn, Herr Dürr, wenn ich da mal weitermachen darf? Da gibt es ja auch die Diskussion über Aufbrechen des öffentlichen Beschaffungswesens in den USA. Also erst vorweg, mache ich doch gleich. Machen Sie gleich? Mach ich gleich. Ich fand es sehr interessant, es war eine sehr sachliche Diskussion. Es hat manche Gemeinsamkeiten auf dem Podium gegeben, aber auch in wichtigen Fragen Unterschiede.
fand, das war eine ganz interessante Runde. Wir konnten viele Argumente austauschen. Wir hatten einfach genug Zeit, mal zu sprechen und nicht zu kurze Statements nur. Und es ist auch, glaube ich, ganz gut gelungen, dass wir aufeinander Bezug genommen haben. Ja, also für mich war das sehr interessant. Es war eigentlich meine erste Sendung in dieser Form. Und der Herr Pfeiff hat das ausgesprochen gut rübergebracht, was er von seinen Mitstreitern hören wollte. Die Beteiligten waren doch sehr kompetent, wenn auch aus unterschiedlichen Richtungen. Aber es war doch eben so, dass man daraus so viele Schlüsse ziehen kann, die man an sich genau genommen noch ein paar verarbeiten müsste. Und das ist, glaube ich, eine Form von Diskussion, wie wir sie brauchen über eine so wichtige Fragestellung. Deswegen war dieser Abend, den Herr Pfeiffer gemacht hat, sensationell gut. Pfeiffer fragt, der Politalk im Norden. Mehr verstehen, Meinung bilden.